Hallo Heiner. Ja, hallo Tobias. Heute ist ja Dienstag, wir haben schon gut Halbzeit des Gesundheitsgipfels, des vierten Gesundheitsgipfels. Meine Frage an dich, mit welchen Wünschen, mit welchen Erwartungen an diesen vierten Gesundheitsgipfel bist du angereist? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich bin angereist mit der Erwartung, dass der aktuelle Stand der Diskussion, die nicht nur im DGB, sondern allgemein in den Unternehmen, und deshalb freue ich mich immer, hier andere Kolleginnen und Kollegen zu sehen, zum Thema Gesundheit geführt werden. Weil ich glaube, dass aufgrund des demografischen Wandels, der Krise, die wir hinter, aber auch vor uns haben, die Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters mit Sicherheit an Stellenwert gewinnt, wenn nicht sogar ganz oben auf der Agenda stehen muss. Inwieweit wurden deine Erwartungen schon bereits erfüllt? Nimmst du da schon von deinen Erwartungen was mit? Naja, das ist nicht ganz so einfach, weil ich habe so den Eindruck, das geht mir ja ganz genauso. Ich komme ja her natürlich mit einem Erwartungsportfolio, aber ich habe natürlich auch eigene Erfahrungen, die ich mitbringe. Und ich habe so die Erfahrung in den Tagen jetzt gemacht, seit Sonntag, dass jeder doch so ein bisschen in seiner eigenen Suppe kocht und dass es uns allen doch relativ schwer fällt, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Das ist auch der Grund im Übrigen, weshalb ich die Vertiefung hier mit dazu gebucht habe, um einfach auch zu sehen, wie können wir denn das, was wir jetzt hier theoretisch erfahren, dann für unsere Praxis umsetzen. Das heißt, das ist ein berühmter Blick über den Tellerrand hinaus. Momentaner Stand, was ist dein persönliches Highlight dieser ersten Tage? Ganz ehrlich, die Moderation, die Art und Weise, wie die Veranstaltung organisiert ist, perfekt. Bis ins kleinste Detail durchdacht. Hier wird nichts dem Zufall überlassen und wir werden auf eine sehr charmante, aber auch sehr bestimmte Art in die Richtung gelenkt, die das Thema letztendlich auch vorgibt. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich bewege mich gerne in doch klaren Grenzen und in einem klaren Rahmen. Ich habe es eingangs vergessen zu fragen, was sind eigentlich so deine Funktionen? Könntest du das vielleicht noch für die Zuschauer Für die Zuschauer draußen an den Geräten. Na ja, ich bin auf der einen Seite Betriebsratsvorsitzender einer recht großen Flächenbank. Also wir sind natürlich ein globales Institut, weltweit vertreten, aber mein Verantwortungsbereich ist in der Fläche Niedersachsen. Ich bin darüber hinaus Vertreter im Aufsichtsrat bei dieser Bank für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe noch ein drittes Standbein, das erfüllt eigentlich sich immer mehr mit Leben. Das ist der des psychosozialen Beraters. Das heißt, und deshalb das Thema Gesundheit mir so wichtig, dass die Mitarbeiter, die in irgendeiner Weise ein berufliches, aber auch privat in den beruflichen Bereich hineinstrahlendes Problem haben, dass die nicht nur ernst genommen werden, sondern aufgefangen werden, beraten werden. Wie können wir als Unternehmen diesen Mitarbeitern, die ein wie immer auch geartetes Problem haben, beruflich es so einrichten, dass sie zumindest aus dieser Sicht nicht mehr krank werden. Also BEM im klassischen Sinne, wenn du so willst. Ja. Da würde mich noch interessieren, du sagst also Bankbranche, die haben ja aber auch Metallverarbeitung, Industrie, viel Autozulieferer, Automobilbauer, aber auch Dienstleistungsunternehmen, also Personal und Betriebsräte hier. Kann man davon profitieren, obwohl die von anderen Branchen sind? Unbedingt. Also ich freue mich immer, wenn ich ein Angebot, ein Weiterbildungsangebot des DGB in Anspruch nehmen kann, weil ich weiß, dass dort nämlich genau das passiert. Dass sich dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedlicher Couleur kennenlerne. Und das ist das, was ich vorhin sagte mit dem Tellerrand. Ich halte es für unbedingt wichtig, auch mal zu schauen, wie machen es denn die anderen? Machen die es vielleicht kreativer als ich? Machen die es vielleicht innovativer als ich? Also ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich freue mich immer, wenn ich jemanden aus anderen Branchen dabei habe. Das relativiert natürlich auch die eigene Problematik, weil man dann kennenlernt, hey, den geht es ja auch nicht besser oder nicht schlechter als mir. Oder den geht es vielleicht schlechter als mir. Also das ist mit dem doppelten Leid, das geteilte Freud. Naja. Heiner, ich wünsche dir noch schöne restliche zwei Tage oder zusammengefasst noch einen Tag. Ja, heute Abend ja noch zumindest was diesen ersten Teil anbelangt. Genau, genau. Du bist bei der Vertiefung. Ja, genau. Ja, dann wünsche ich dir für die restlichen Tage noch ganz, ganz viel Erfahrungen, Eindrücke und tolle Diskussionen. Und
bedanke mich für das Interview. Ich mich auch und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, Tobias.